Das wäre das schon, ne? Das interdisziplinäre Makers for Humanity-Kollektiv will Geflüchtete fördern und ihnen eine Ausbildung verschaffen, die gleichzeitig gemeinwohlorientiert ist und Entwicklungen in Gang bringt. In Kooperation mit dem Verein Positive Networks starteten sie das Pilotprojekt Ringweave. Diese Upcycling-Technologie ist eine neuartige Ringwebetechnik, welche Flüchtlinge in ihren Herkunftsländern zum Beispiel bei Überschwemmungen nutzen können. Ich bin Upcycling-Designer und ich arbeite schon sehr lange mit Autoreifen und baue schwimmende Inseln eigentlich so als kulturelles Projekt. Das mache ich, ich habe das entwickelt in Hannover, dann in Indien weiter zu wirklich baubaren, modularen Inselmodulen weiterentwickelt. Und jetzt sind wir hier in Ferropolis und haben hier die einmalige Gelegenheit, auf dem Greminasee diese Technologie vorzuführen. Aus alten Reifen neue Produkte herzustellen, war die Idee von Christopher Weiland, der schon in Indien und anderen Ländern unterwegs war und gesehen hat, wie in ärmeren Ländern mit Kreativität improvisiert wird. Der Standort Ferropolis bot eine gute Kulisse, um die Anwendungsbereiche der Technologie des Upcycling-Spezialisten vorzuführen. Wir arbeiten also mit Reststoffen, mit globalisierten Abfallmaterialien, in dem Fall konkret Autoreifen. Und Autoreifen sind ein fantastisches Produkt. Das ist gerade die Lauffläche. Das ist ein gummiummanteltes Stahlgeflecht. Und es ist eigentlich viel zu schade, das wegzuschmeißen. Also haben wir gesagt, so, wir schauen, was man mit diesem Material weiter machen kann. Und da ist eine Möglichkeit, daraus wieder Konstruktionselemente abzucyceln, also wieder zu verwenden und es entsprechend zu transformieren. Diese Konstruktionen werden dann im Hoch-, Tief- und Wasserbau, wie zum Beispiel bei Uferbefestigungen oder Straßen, verwendet. Ohne dass es teuer wird, können so effizient Ressourcen genutzt werden. An Pfingsten findet das Makers for Humanity Fest statt, bei dem alle herzlich eingeladen sind. Für weitere Informationen besuchen Sie die Internetseite www.makersforhumanity.org. There you go. Action photo.